wunderschönen guten Morgen. Ich habe vergessen, den Anfang für diesen Vlog hier zu drehen, deswegen werde ich ihn jetzt mit reinschneiden. Es ist Montag, der 11.04. und ich mache ein Haul für euch und generell nehme ich euch mit. Also ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Bei Aldi, wir haben etwas eingekauft und zwar einmal hier Baguette. Dann habe ich hier dieses Presso gekauft. Ich kriege nämlich Besuch und wollte so ein bisschen den Tisch so ein bisschen anrichten, je nachdem, wenn ich es schaffe. Käseaufstrich. Haben die Verpackung geändert oder habe ich das falsche geholt? Aber eigentlich, ja, es müsste das Richtige sein. Habe ich das hier noch geholt? Dann habe ich nach langer Zeit mal wieder Tomaten geholt, denn die waren einigermaßen günstig, also unter 3 Euro. Dann, da wir jetzt nicht so oft Orangensaft trinken, habe ich jetzt mal Orangensaft so in kleinen Flaschen geholt. Das ist auch mit Frucht, finde ich. Ich mag mit Frucht. Ich weiß nicht, wie ihr das trinkt, aber habe ich so zwei kleine Flaschen geholt. Dann war Ulu da im Angebot. Dann habe ich heute Morgen war ich noch bei einer Freundin und habe Heidelbeeren geholt. Heidelbeeren, ne? Ist richtig. Steht jetzt nicht hier drauf. Ja, Heidelbeeren geholt. Bananen habe ich noch gekauft, zwei Stück. Für Michael, da war Avocado im Angebot für 1 Euro, zwei Stück, also direkt mal mitgenommen. Beim Aldi noch Joghurt gekauft. Ich finde den Aldi-Joghurt am besten. Ich will ja sowieso umsteigen auf, sag mal schnell, Naturjoghurt, also Pflanzenjoghurt. Ja, habe ich noch Kaffee besorgt, falls mein Besuch keinen Karamell möchte. Habe ich noch so ein. War auch gab es beim Aldi für 3,49 €. Die Eier waren richtig teuer. 3,49 Euro. Ich achte mal darauf, dass wir Bio-Eier kaufen. Ich hoffe, die sind dann auch Bio. Falls sich jemand so mit Ernährung und so auskennt, gerne mal schreiben. Dann gekauft Mini-Gurken für Michael. Die waren auch extrem teuer. Aber so habe ich das jetzt. Da habe ich für mich diese Alpro Pflanzenmilch hier gekauft. Die hatte ich mal getrunken eine Zeit lang, hat es dann wieder sein gelassen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ob ich es jetzt einfach sein gelassen habe, weil es mir nicht mehr geschmeckt hat oder ob ich es einfach nicht mehr geholt habe. Dann Alufolie zweimal. Also ich beim Aldi ist das Beste. Also wir können kein anderes kaufen. 99 Cent waren diese kleinen Mini-Kartoffeln hier. Ich habe überlegt, dass ich am Donnerstag, wenn der Besuch dann kommt, sowas im Backofen schiebe, was schnell geht. Hier nochmal eine Folie. Und für unterwegs als Wegbeutel. Jetzt vielleicht, wenn wir auch in die Türkei fliegen, brauche ich die bestimmt. Das war jetzt mein, wie ist mein Beutelchen, mein Mini-Haul. Das packe ich jetzt alles mal ein. Und ja, habe ich jetzt mal hoffentlich in dem Video integriert. Ich wollte auf jeden Fall morgen nämlich filmen. Meinen ganzen Tag. Na gut, ich räume mal schnell alles ein. Ach ja, PS, ich habe jetzt hier, wir haben jetzt hier für diesen Einkauf 44 Euro bezahlt, was echt nicht wenig ist. Diesen Monat schreibe ich nämlich alles auf, was wir so an Ausgaben haben für Lebensmittel, um mal zu gucken, ob es wirklich notwendige Sachen waren, oder ob wir irgendwie sparen hätten können, weil es ist einfach mittlerweile nicht mehr bezahlbar, würde ich mal so sagen, ne? Also extremst teuer geworden alles. Und wir leben echt, also ich koche ja manchmal, manchmal koche ich ja noch. Und dann koche ich ja für 2 Tage oder so. Und trotzdem reicht es nicht aus. Wie läuft es denn bei euch zu Hause? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil das ist ja nicht mehr normal, ne? Wirklich, also diese Preise für Tomaten und Gurken, ich meine, ist ja auch alles angestiegen, aber Gehalt ist dasselbe, ne? Wie läuft es bei euch im Haushalt? Kaffee ist gemacht. Ich bin manchmal, wenn jetzt ausgeräumt. Das Gras wird beseitigt. Da ist Michael, den beobachte ich von hier. Hier sieht es wirklich aus, du. Mal aufräumen, ne? Leute, Michael schläft noch nicht. Er ist in der Wippe. Aber ich wollte hier einmal sauber machen. Sam schläft noch im Wohnzimmer, weil er morgens früh um 5 Uhr aufsteht. Und da schlafen wir beide noch, also Michael und ich. Er geht ja zur Reha. Und ja, sobald er normal wieder zur Arbeit geht, ist er bei uns wieder. Momentan muss er sich auch wirklich noch erholen, weil er wird tagsüber richtig gefordert dort mit seinem Knie und allem drum und dran. Echt anstrengend für ihn. Er ist dann auch, wenn er hier hinkommt, echt K.O. Also von daher
lasse ich ihn noch. Und für mich ist das auch angenehm gerade, dass er nicht im Schlafzimmer ist. Weil so kann ich meine Routinen mit Michael ganz in Ruhe machen. Und ich störe dann auch niemanden anderes, wecke niemanden anderes. Ja, hier ist eine H&M-Bestellung, die zeige ich euch gleich. Hier muss ich einmal aufräumen. Das wird gleich ein Gewinnspiel, das muss ich posten. Hier ist voll der Staub drauf, das werde ich einmal gleich hier wischen. Oh, da sind Bilder. Da, Bällebad. Jetzt werde ich auch einmal kurz alles, was hier so auf dem Boden ist, werde ich mal wegtun, denn ich werde auch Staub saugen und nass wischen. Ja, das Chaos, was da ist, ich weiß nicht, wie eure Männer so sind, das ist Fems Ding. Fems Sachen. Ich werde das nicht glauben. Ich hatte gestern schon diese Leggings ausgepackt und ja, jemand hat die schon vorher angezogen, mit Katzenhaaren dran. Richtig ekelhaft, Etikett schon abgemacht, kommt direkt zurück, will ich jetzt nicht nochmal einmal auspacken. Dann habe ich so Strohhüte bestellt, zwei Größen, weil ich nicht wusste, aber die sehen beide groß aus. Ich denke nicht, dass die Michael passen werden. Die kommen auf jeden Fall wieder zurück. Da steht jetzt 6 bis 9 Monate 74 und 4 bis 6 Monate. Die muss ich mal probieren vielleicht. Dann hier so ein Body. Der ist richtig süß. Dann brauchte ich nämlich Pyjamas. Den Body habe ich in 2 verschiedenen Größen bestellt, weil ich mir nicht sicher war. Pyjama in 74 und einmal in 80. Ich muss mal gucken, was besser passt. Dann diese Pyjamas hier. Zweierpack. Die waren richtig günstig. Und dann habe ich welche mit Knöpfen bestellt. Eigentlich mag ich das überhaupt nicht mit Knöpfen. Als er neugeboren war. Jetzt mittlerweile, wo er so ein bisschen größer ist und auch ein bisschen besser, geduldiger ist abends, kriege ich das auf jeden Fall schneller hin. Und diesen Overall. Ich packe mal alles eben aus und zeige euch das mal. So, sieht hier dieser Overall aus. Den hatte ich schon in den Laden gesehen und habe ihn dann nicht mitgenommen. Und er ist mir nicht aus dem Kopf gegangen mit diesem kleinen Hündchen. Das ist so ein Puderton. Finde ich richtig cute. Ich glaube, der hat auch nur 15 Euro gekostet. Ich werde euch alle Sachen, die ich jetzt hier habe, einmal unten verlinken, dann könnt ihr direkt auf der Seite von H&M direkt draufklicken. Dann hier diesen süßen Body-Sweater. Aber ich mag das halt so, so gerne, wenn ich ihm sowas anziehe mit einer Strumpfhose. Das sieht immer richtig süß aus. Die Farbe ist auch toll. Ich mag ja sowas. Dann dieses Dreier-Set hier, also da. Ich weiß nicht, ob 74 nicht doch zu klein ist. Also ob das mir nicht, ob ich nicht lieber 80 hätte bestellen sollen. Hier habe ich zum Beispiel 80, ich werde das gleich vergleichen. Hier die Sachen muss ich euch noch sagen, weil ihr seht, ja, Pyjama halt, ne. Hier sind 2 Stück drin gewesen. Ich muss mal gucken. Das ist ein Pyjama mit oben und unten, das auch. Also eine Hose und Oberteil. Ob das nicht vielleicht schon besser ist oder ob das noch zu groß ist. Hier steht zwar 9 Monate, aber Leute, darauf könnt ihr nicht vertrauen, sage ich euch. Jedes Teil fällt unterschiedlich aus. Ich finde das so süß hier. Ich mal diesen Jungen an. Ich glaube, wir müssen das Bett nach unten machen. Dann versucht jemand, sich hochzuklettern. Also, ja, ja. Ich habe ihn gerade angezogen. Bisschen frech gemacht. Muss hier gleich kurz einmal aufräumen, die Schublade. So ein bisschen. Ich habe Essen vorbereitet. Wir haben schon gefrühstückt heute Morgen. Er hat schon seinen zweiten Schlaf gemacht. Seinen zweiten. Später macht er seinen dritten Schläfchen und davor gibt es natürlich Essen. Ich habe Frikadellen gemacht, also Köfte und Reis, Bulgur-Reis. Und ja, werde ich ihm gemeinsam mit etwas Joghurt geben. Er wird sich ja selber füttern, hoffentlich. Und ich werde dann auch was essen und uns dann ready machen. Das Wetter ist so schön, aber ich fühle mich gerade nicht so schön. Ich habe mich auch noch nicht umgezogen, Pyjama-Look noch. Sobald ich mich fertig gemacht habe, zeige ich mich auch. So sieht das Ganze jetzt aus. Einmal haben wir Frikadellen, also Köfte, türkische Köfte. Dann Bulgur und das gleiche auch für Michael, nur ungesalzen alles. Auch in den Frikadellen ist kein Salz bei ihm drin. Ich habe 2 verschiedene, einmal mit Salz und einmal ohne. Und einmal mit Gewürzen, einmal ohne Gewürze, also so, ne? Die Gurke werde ich ihm gleich auch noch schneiden, wenn er die haben will. Ja, wenn er das Ganze jetzt nicht so perfekt, da das nicht leicht ist, das in den Mund zu kriegen, werde ich ihm ab und zu mal was in den Mund geben. Mal gucken, aber ich denke mal, wir werden es mal mit diesem Löffel hier ausprobieren. Das ist ja auch extra ein Löffel. Und das hatte ich auch mal bei DM gekauft. So ein Lätzchen ziehe ich ihm auch an. Und damit das Weiß da aufgehangen wird, ziehe ich ihm das auch noch an. Ja, hier ist der kleine Mann. Oh. So, das ist mein Outfit.
Und wir haben gleich 2 Uhr. Perfekt. Wie ihr seht, muss ich mal dieses Spiegel hier mal putzen. Werde ich auf jeden Fall, wenn ich nach Hause komme, erst wieder tun. Oder auch vielleicht erst morgen. Ist es nicht wichtig. Das Wetter ist viel, viel schöner. Ich werde jetzt schnell Michael noch stillen. Ja, mein Outfit. Ralph Lauren haben wir in Redmond gekauft. Ich habe so ein Body geholt für Michael und mir. Diese Cappy hier. Ich finde die richtig cool. So beige. Kann man mal machen, habe ich mir gedacht. Komm. Ich habe mir schon lange keine Cappy mehr geholt, wie gesagt. Ich habe nur eine einzige Cappy und die ist von New York Yankees und ich wollte mal eine andere haben. So zur Abwechslung. Jetzt darunter so ein gestreiftes Shirt. Meine Mom Jeans, die ist auch von H&M, aber auch schon uralt. Mein Oberteil ist von COS, auch uralt. Die Jacke ist aktuell von H&M. Wenn ich sie noch finde online, werde ich sie euch verlinken. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu kalt damit. Werde ich jetzt gleich sehen. Und dann ziehe ich noch meine Converse an. Und Michael wartet da schon auf mich. Da. Ich habe ihm da so ein Häuschen gemacht, dass er da nicht rausfällt. Kennt ihr Sicherheitsrisiko 100? Weil er bewegt sich sehr, sehr schnell und sehr rasant. Na gut, ihr hört ihn. Ich mache mich schnell weg. So Leute, wir sind gerade draußen. Michael ist jetzt eingeschlafen. Nach einer halben Stunde gefühlt. Aber eigentlich ging es relativ schnell. Ich habe mir ein Bubble Tea gekauft, denn ich hatte Durst. Und ich musste jetzt die Zeit vertreiben, bis er jetzt fest schläft. Und drehe hier gerade so meine Runden. Und dann wollte ich zum H&M. Der den Hagen hat der H&M aufgemacht. Und ich habe mir ein Bubble Tea gekauft mit von Bobo Q. Und zwar Maracuja mit Blaubeeren-Boba. Das ist ganz okay und ich habe diesmal gesagt, dass er das nicht so süß machen soll und diesmal wäre echt okay, aber dieses ganz süße schmeckt eigentlich gar nicht gut. Ja, ich bin jetzt froh, dass er eingeschlafen ist und drehe jetzt meine Runde in der City. Ich zeige euch mal, was es Neues gibt. Eine kleine Stillpause hier im H&M. Ich bin auch gerade gewickelt und jetzt trinkt er etwas und dann machen wir weiter. Ich habe nichts hier gefunden im H&M. Ich sag's euch. Leer, leer, leer. So, wie heißt gerade hier am Frühstücken? Er hat von mir ein Brot mit Avocado drauf bekommen. Jetzt gleich kriegt er noch hier. Gurke liegt er voll gerne. Dann habe ich ihm hier noch so Paprikastückchen. Ja. Erstmal, dass er mit einer Sache erstmal klarkommt. Aber wenn ich ihm mehrere Sachen dahin tue, dann verwirrt ihn das und wirft dann alles runter. Nacheinander klappt es auf jeden Fall besser. Da könnt ihr ihn sehen, da ist er. Und ja, das mache ich meistens so. Und dann wird gegessen, halb gegessen, probiert. Wir waren spazieren. Michael hat seinen zweiten Schlaf getätigt. Das war jetzt gegen 11.30 Uhr, nee, um 12 Uhr bis 12.30 Uhr. Und ich war in der Zeit einkaufen. Jetzt haben wir schon 1 Uhr. Ich denke, ich werde Michael so gegen 2.30 Uhr, 3 Uhr nochmal hinlegen. Besser gesagt, wir gehen dann nochmal raus. Aber diesmal dann zu DM. Ich war einkaufen. Leute, 50 Euro sind mal wieder weg. Erdbeeren waren im Angebot. Ich bin mal gespannt, wie die so sind. Ja, probieren wir. Ich habe diesen Film auch geschaut. Richtig, fand ich richtig gut. Da müsst ihr mal gucken. Ich weiß gar nicht, rot hieß der, genau, rot. Dann mag ich diese Brötchen auch sehr, sehr gerne. Habe ich die hier gekauft, auch 99 Cent bis zum 2.6. Dann hier auch Backbrötchen bis zum 20.5. Aber Laugenbrötchen, die haben wir letztes Mal gegessen, waren echt gut. Haben wir jetzt nochmal nachgeschaut. Film hat mir in der Zeit auch geschrieben. Ich habe mir mal so Folie gekauft, weil mittlerweile, wenn ich mir so Sachen mache, weiß ich nicht, Tupper, alles. Ja, manchmal nehme ich auch Sachen mit schnell und dann packe ich die schnell hier rein und wir hatten keine mehr da. Okay, nee, passt nicht. Passt. Lauchzwiebel, die ich mir hier zerstört habe, die echt mal in Ordnung aussehen. Also monatelang keine schönen Lauchzwiebel gehabt. Dann waren diese Nicknacks im Angebot 90 Cent. Habe ich mir mal gegönnt. Mal sehen. Das Witzige ist, die gab es auch, da stand so drauf Big oder so und die waren, da war weniger drin. Wisst ihr Bescheid? Lasst euch nicht veräppeln. Dann habe ich Salat gekauft, Kopfsalat. Wie haltet ihr Kopfsalat frisch? Ich muss den mal jetzt da rausholen. Und ich habe mal gesehen gehabt, dass man das am besten einmal unten schneidet und dann in einem trockenen Tuch einwickelt. Dann habe ich gekauft. Kaffee für unterwegs, denn meine Freundin kommt morgen und die waren im Angebot. Davon gab es kein Cappuccino. Einmal Vanille für mich, einmal für meine Freundin Cappuccino. Wenn wir da rausgehen, dass wir da was zu trinken dabei haben. Dann hatte ich das bei einer Freundin auf Instagram gesehen. Liebe Rukia, falls du es sehen solltest. Sie hatte das, glaube ich, gezeigt. Macadamia Nut und
Es war im Angebot für 2,99 oder 3,99. Lass mich nicht lügen. War auf jeden Fall im Angebot. Das habe ich gekauft. Und dann war Maracuja-Saft im Angebot. Du bist auch noch da. Bist du auch noch da? Mein Baby. Mit wem rede ich denn hier? Mit YouTube. Maracuja-Saft. Ich wollte uns so ein Getränk, Maracuja-Getränk machen. Für den Sommer, ne? Dann habe ich so Mini-Bananen gekauft für meinen Michael. Für dich. Und zwei Stück, weil die gehen so schnell, die werden so schnell schlecht. Dann Angebotssachen. Schöne Tomaten. Wir haben eigentlich Tomaten, aber ich habe gedacht, wenn ich so einen Salat, ich weiß nicht, was ich morgen jetzt mache, ob ich diesen Salat mit Mozzarella mache oder doch Nudeln mit Spinat. Dafür war auch, ich hatte richtig Glück diesmal, Spinat im Angebot von Blub für 1,11 Euro. Und der ist sogar vegetarisch. Wisst ihr Bescheid? Wusste ich nicht, dass der vorher nicht vegetarisch war. Ja, das ist auch mal gut. Ich weiß gar nicht, welche Marke ich sonst hole. Auf jeden Fall nicht, ja. Mein Schnelldurchlauf. Genau, wie gesagt, Mozzarella. Habe ich gekauft von ihr einfach. Dann Butter war im Angebot. Die brauche ich für einen Kuchen, den ich machen wollte. Die war im Angebot, hatte ich irgendwie Lust drauf. Und ich habe richtig, richtig Glück. Leute, 3,99 Euro bei Rewe. Denn die sind nämlich aus dem Sortiment jetzt raus. Jetzt heißen die Aqua Harmony Pure. Aber die sind nicht so gut wie diese hier. Ich benutze die gerne auch von Michael. Habe ich zu weil das waren die letzten zwei. Wenn er noch mehr gewesen wäre, hätte ich diesmal auf jeden Fall gebunkert. Weil es die einfach nicht mehr gibt, ne? Nochmal dieses Pesto hier. Das habe ich zweimal gekauft. Das vom Rewe. Schmeckt einfach so lecker. Nudeln, Pesto, Tomate und Mozzarella. Perfekter Salat. Dann habe ich jetzt zweimal Lachs mitgenommen. Die waren im Angebot. Bio-Lachs-Filets. Einmal, ich wusste nicht welche, weil ich kenne mich nicht aus. Einmal den hier und einmal den hier. Michael feiert Lachs. Ich kenne mich nicht aus mit Lachs, aber meine Freundin, die morgen kommt. Und mir dachte, okay, wenn sie schon da ist, dann hilft sie mir. Für meine Kaffeemaschine Milch, die war nicht im Angebot. Ich habe jetzt 2,19 Euro bezahlt. Sonst kostet die im Angebot 1,59 Euro. Das nächste Mal, wenn sie im Angebot ist, kaufe ich ein paar Packen mehr. So, ich werde die Sachen schnell einräumen. Michael kriegt seinen Nachmittags-Snack. Ne? Guck. Er hat wieder die Croissant-Hose an. Da. Die liebe ich so. Die passt ihm nicht mehr lange. Ja. Mittlerweile ist das Wetter auch so, man weiß gar nicht, was man den Kindern auch anziehen soll, ne, Leute? Ich räume schnell das Eis weg. Ah, und Bäckerei war ich auch noch. Hab ein Hörnchen gekauft für Michael. Damit er es immer mal so probiert. Ich mag das irgendwie, wenn er das... Der isst das nicht wirklich, ne? Ich finde das süß. Und für Fem habe ich zum ersten Mal wieder nach langer Zeit bekommen ein Berliner mit Zuckerguss. Und nicht Streusel, sondern Zuckerguss. Na gut, das war mein Einkauf. 50 Euro mal wieder weg. Ihr seht. Aber wir haben ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich einen Essensplan jetzt gerade mache. Ja, ich nehme euch heute den ganzen Tag noch mit. Und morgen nehme ich dann... Für danach die Woche auf. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt freitags und montags, wenn ich es hinkriege, Videos hochladen. Mal sehen. Michael ist gerade in seinem Bällebad und ich habe hier Wäsche mit hochgebracht eben. Und werde die mal eben hier aufhängen. Unser Balkon ist echt noch nicht ready. Ich weiß auch nicht, ob ich den dieses Jahr ready machen werde, weil vielleicht sind wir auch gar nicht da. Besser gesagt, lohnt sich das überhaupt noch? Ein Tag ist Sonne, ein Tag ist Regen. Ich weiß es nicht, aber jetzt erstmal Wäsche aufhängen und dann denke ich schon, wenn ich wieder zu Hause bin, ist die schon trocken und die nächste Ladung muss ich auch aufhängen. Und Michael feiert sein Bällebad. Ne? Versucht irgendwie da rauszukommen jedes Mal. Wäsche ist aufgehangen. Michael ist da drin. Wir sind zurück zu Hause und ich habe erstmal was gegessen. Irgendwie ist mein Zucker heute ganz, ganz unten. Ich weiß nicht, was los ist. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Michael spielt so gerne im Wasser und ich habe kein Wasserspielzeug für ihn da, wenn ich ihn abends bade. Deswegen habe ich ihm das jetzt mal auf die Schnelle gekauft. War auch nicht so günstig, 10 Euro. Ich hoffe, es wird ihm gefallen, weil die Teile schwimmen alle oben. Sollte auf jeden Fall cool sein. Dann war das hier im Angebot. Aber so mitgenommen. Für 2,50 von Fisher Price. Steht ab 9 Monate, aber man kann das hier hoch, also rein und rausschieben. So ein kleiner
Fuchs fand ich irgendwie voll süß. Und für den Preis und so ein Ball halt, ne? Kann man nichts falsch machen, habe ich gedacht. War auf jeden Fall reduziert. Dann habe ich bei TK Maxx. Oh mein Gott. Salted Caramel Macarons gefunden. Für 3,49 €. Sowas gibt es wirklich nur im TK Maxx. Sonst kostet ja eins immer so viel. Und ich hatte richtig Glück, da war das letzte mit dem hier. Ich bin mal gespannt, wie das schmecken wird. Ja, ist sogar noch ein Jahr gültig. Also ja. Dann habe ich noch für die Türkei. Das war jetzt reduziert auf 8 €. Da habe ich das nicht. So ein Eisbeuteltasche geholt. Aber so ein kleines. Denn das ist nur für die Getränke, habe ich gedacht. Jetzt kein Essen oder so. Nur Getränke, wenn wir auch mit dem Auto mal unterwegs sind, dann ist es auch immer so blöd. Und dann nimmt man ja nicht so eine riesen Tasche mit. Und das war halt reduziert auf 8 €. Für den Preis habe ich gedacht. Vorher hat es, wer weiß, wie viel gekostet. Ich glaube, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Ja, so sieht das jetzt auf jeden Fall aus. Habe ich schon mal vorgesorgt. Dann war ich noch beim DM und habe mich wieder reinlegen lassen und habe Babywasser gekauft. 2-mal von diesem kleinen. Aber ich muss sagen, ich trinke die auch. Also, wenn Michael die nicht mehr trinkt, dann trinke ich die und eine große Flasche, denn ich werde das immer hier auffüllen und dann mitnehmen. Das Ding ist einfach nur, hier steht, dass man die innerhalb von 2 Tagen aufbauen soll. Machen wir jetzt hier nicht. Weil der trinkt wirklich, also ganz, ganz, ganz minimal was. Da habe ich für Michael so Aufstriche mitgenommen für morgens früh. Einmal so Erdnussmus. Dann habe ich noch Süßkartoffel, Karotte und Zucchini Aufstrich. Weil momentan gebe ich die ganze Zeit nur Avocado. Ich habe gedacht, komm, was anderes. Und Apfelmark habe ich auch noch mitgenommen. Dann, momentan bin ich gewechselt auf das hier. Ich finde den Duft einfach auch richtig gut. Also muss ja mal ein bisschen was mit Eis haben. Einmal für mich diese Fußsocken für den Sommer einfach. Aber ich werde nochmal meine Füße machen für den Urlaub irgendwann, wenn wir fliegen. Und das habe ich für Feen besorgt. So ein Hornhautentferner. Ich bin mal richtig gespannt, wir werden das testen. Sowas soll ja richtig krass sein. Auch danach noch so Schuppen und so. Mal sehen. Ich werde berichten. Meine Wasserflasche hatte ich ja schon gezeigt. Ich habe die ja geschrottet. Ja, kommt davon, wenn nicht. Also ich habe mir das, ja klar, ich habe gedacht, okay, man kann es nicht in die Spülmaschine tun, aber ich habe jetzt nicht gewusst, dass das jetzt passiert. Kommt jetzt auf jeden Fall in den Müll. Und ich werde mir jetzt 2 neue bestellen. Dann habe ich direkt 2 Stück auf Reserve. Ja, schade drum. In der Stadt gab es die nicht. Also hier in Hagen sowieso nicht. Vielleicht hätte ich in Wuppertal vielleicht noch ein bisschen Glück gehabt, im Saturn oder so. Aber hier haben wir nicht mal einen Saturn offen. Na gut, bestelle ich mir. Ich räume mir schnell die Sachen ein und dann melde ich mich später nochmal bei euch. So sieht das jetzt aus, nachdem Michael hier gegessen hat. Damit ihr so einen kleinen Einblick habt. Sonst ist hier auch noch so Avocado und so morgens, Banane. Diesmal sind das nur so Kleinigkeiten, weil ich ihm ein bisschen mitgefüttert habe. Damit es nicht ganz so ausartet, aber es ist trotzdem hier einmal alles voll. Und ja, werde das mal eben schnell saugen. Das Gerät mal in voller Action. Ich backe gerade einen Kuchen, einfach so einen einfachen Schokokuchen, fertig. Easy peasy. Dann ist das schon mal für morgen ready. Zum Kuchen, frühstücken denke ich mal zusammen, wenn sie früh kommt. Essen weiß ich auch schon, was ich machen möchte. Genau. Michael ist bei mir. Warte, bis das hier eben wahrscheinlich fertig sein, ne? Also gut aus. Michael schläft, Kuchen ist fertig und der ist sogar noch warm. Der ist perfekt geworden. Ich werde jetzt ein Stück abschneiden, obwohl ich eigentlich Schokolade drüber machen wollte. Werde ich dann im Nachhinein machen. Aber ein Stück werde ich mir jetzt mit diesem Eis hier gönnen und Fame auch so ein Stück. Ist doch bestimmt richtig lecker, oder? Sowieso bei Burger King mit dem Soufflé so ein bisschen, ne? Lecker. Jetzt die Spülmaschine das zweite Mal angeschmissen. Petersilie auseinandergenommen. Also, ja. Das ist immer so eine Heidenarbeit, ne? Aber ich zerkleinere die jetzt gleich im Mixer ein. Ich will die Hand machen, aber ich will jetzt die ganze diese Bewegung machen. Meine Hand eh weh tut. Ich werde jetzt gleich im Mixer geben, erstmal waschen und dann kommt das Ganze in die Tiefkühltruhe. Also ich werde das dann in die Beute packen und dann, wenn ich es dann brauche, benutzen. Ein kleines Stück werde ich mir morgen aufbrauchen, denn ich habe jetzt Kuchen gemacht. Ein Stück habe ich ja gegessen, habe ich schon erzählt. Da Schokolade drüber geben. Das werde ich morgen noch machen, da. Wenn ich hoffe, wenn ich dann nicht. Gucken wir einfach mal. Ja, mittlerweile ist es schon 9 Uhr. Ich gebe mir jetzt hier noch so ein Kuchenstück. Ihr hört die Spülmaschine noch. Ich warte noch, bis die fertig ist. Eventuell räume ich sie noch aus, eventuell auch nicht.
ja, werde jetzt dieses Video hier beenden. Morgen kommt eine Freundin zu Besuch mit ihrem Baby, mit ihrem Michael. Ja, morgen erzähle ich dann mehr, wie ich sie kennengelernt habe und wo. Und ja, Küche ist auf jeden Fall aufgeräumt. Müll muss noch weggebracht werden. Ihr hört, Spülmaschine ist am Arbeiten, ne? Ich gönne mir jetzt mal. Bye, bye.